maximale Aufmerksamkeit für das Solibrot auf dem Augsburger Stadtmarkt. Und weil der Diözesanverband des Katholischen Deutschen Frauenbundes und die Hilfsaktion seit 10 Jahren zusammenarbeiten, wird groß gefeiert, mit allem, was dazugehört. Dem Jubiläum entsprechend ist in diesem Jahr auch das Solibrot noch ein bisschen größer als sonst. Es steht stellvertretend für den Erfolg der Aktion, die sich für Frauensolidarität weltweit einsetzt. Es ist eine Aktion im Katholischen Deutschen Frauenbund, die läuft, die als Selbstläufer da ist und wo eine große, große Solidarität mit den Frauen im globalen Süden und wichtig auch mit dem Bäckerhandwerk hier gezeigt wird. Und das ist zusammengewachsen und das macht einen glücklich, dass es so gut geht. Und es funktioniert ganz einfach. Während der Fastenzeit bieten zahlreiche Bäckereien im ganzen Bistum auf Initiative des Frauenbundes ein spezielles Solibrot an. Dabei handelt es sich um Brot, das mit einem Benefizanteil verkauft wird. Somit hat jeder die Möglichkeit, sich mit seinem Einkauf für gerechtere Lebensbedingungen in ärmeren Ländern einzusetzen. Häufig ist es die emotionale Ebene dieser Aktion, die die Menschen erreicht. Brot ist etwas, was uns nährt. Ist ja etwas, was wir alle sehr gern essen, sehr oft essen und etwas, was wir auch in Gemeinschaft essen. Und Brot backen ist eine sinnliche Erfahrung. Man kennt das Gefühl des Teigs und man kennt den Duft, wenn das Brot aus dem Ofen kommt. Und das sind alles Dinge, die dazu einladen, zu teilen und Gemeinschaft stiften. Und deswegen ist unser Solibrot ein Angebot, was viele Menschen mitnimmt und auch viele Menschen dann begeistert für die Arbeit, hinter der die Miserior-Partner durchführen. Auf dem Augsburger Stadtmarkt ist es an diesem Samstagmittag richtig voll geworden. Es sind vor allem Frauen gekommen, die dem KDFB nahestehen. Aber auch Neugierige, die sich durch die gute Stimmung angezogen fühlen. Das Brot geht indes weg wie die sprichwörtlichen warmen Semmeln. Solibrot kaufen und für die Miserior-Aktion spenden, das können Sie noch bis Ostern.